Ja, hallo zusammen. Jetzt begrüße ich euch ganz herzlich aus der Nähe von Rouen hier in der wunderschönen Normandie. Im Hintergrund könnt ihr das Haus sehen, in dem ich leider nicht wohnen kann, aber zumindest auf dem Grundstück ist, wo ich für diese Woche ein Hotel habe. Und von hier hat man einen wunderschönen Blick. Vielleicht sieht man das hinter meiner Kappe. Ja, genau, auf die Seine. Und ich muss echt sagen, hätte ich nicht erwartet, dass ich hier dieses Hotel finden werde. Ja, ich habe mich jetzt eine Zeit lang nicht gemeldet. Ich habe mir gedacht, die Fahrt aus der Slowakei zurück nach Hause ist jetzt nicht allzu besonders. Nichtsdestotrotz, es waren immerhin 700 Kilometer. Dann hatte ich die Woche frei, habe 3-4 Tage zu Hause verbracht, habe dann so die klassische Erkältung bekommen, die wir dann einfach kriegen, wenn man 7-8 Wochen am Stück unterwegs war. Konnte mich wieder ein bisschen davon erholen, war dann Donnerstag, Freitag, Samstag in Berlin auf einen Firmentag für BMW, habe dann Nearest to the Pin gemacht. Bin Samstag Vormittag runter nach München, um im Münchner Golfclub für St. Leon Roth Deutsche Golfliga zu spielen. Bin dann Sonntagabend wieder nach Hause und am Montag dann die 700 Kilometer hier in die Normandie. Hab die nördliche Route von Paris genommen, nicht, dass ich durch Paris durch muss. Ich glaube, verkehrstechnisch wäre das ein bisschen ungünstig geworden, so um 17 Uhr. Deswegen bin ich oben rum gefahren über, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das richtig ausdrücken kann, Reims, dann Amiens und über Rouen dann runter nach Vaudreuil, wo ich diese Woche bin. Was mir aufgefallen ist, jetzt nach ein paar Turnieren auf deutschen Golfplätzen ist, natürlich haben wir Spieler hier und da mal gesagt, dass die Golfplätze einfach nicht schwer genug sind, um uns entsprechend auf die Tour vorzubereiten. Das haben sich einige Golfclubs zu Herzen genommen, was ich richtig klasse finde. Nur wurde folgende Maßnahme getroffen, die recht, ich denke mal, irgendwo etwas eindimensional war, aber wenigstens wurde mal was gemacht. Und zwar hat man auf einigen Par-3-Löchern, ist mir aufgefallen, einfach einen viel längeren Abschlag gemacht. Das heißt, Grüns, die dann teilweise auch nicht größer waren wie 20 auf 20 Meter, die ausgelegt sind, um mit einem mittleren oder kurzen Eisen reinzukommen, sind halt jetzt 210, 220 Meter lang. Und mit diesen Grüns ist es einfach schwer oder fast eigentlich nicht wirklich, sag ich mal, sachdienlich, auf so kleine Grüns reinzukommen. Deswegen, was ich einfach hier jetzt kurz ansprechen wollte, ist, es wäre schön, wenn es möglich wäre, mehr Löcher zu bauen, wenn man versucht, das Ganze schwieriger zu machen, die, sag ich mal, Optionen geben. Sie können ruhig schwer sein, aber sie müssen auch nicht lang sein. Ja, ich meine, wir kriegen wunderbare Beispiele. Jetzt letzte Woche in Troon, wo Henrik Stenson fantastisch gewonnen hat, in diesem, ich sag mal, Neuauflage Duel in the Sun gegen Phil Mickelson. Also das war echt klasse, was die Jungs da abgeliefert haben. Und da hat man ja ganz einfach gesehen, an so Löchern wie Postage Stamp, die müssen ja nicht lang sein, um schwer zu sein. Oder die 17 in Sawgrass. Oder wenn wir bei uns an Deutschland denken, bei den BMW International Open in München Eichenried, die 16. Das ist kein langes Loch, aber es kann doch uns Spieler vor sehr knifflige Aufgaben stellen. Und da hat man dann einfach die Wahl. Und das ist genau das, was ich so genieße an diesen Löchern. Man kann aggressiv sein, wenn der Abschlag vorne ist. Man kann aufs Grün driven. Man kann ablegen vor diesem Bunker, der in der Mitte ist, und hat man halt ein mittleres oder kurzes Eisen ins Grün, oder man geht über diesen Bunker drüber und hat nur ein Wedge rein, was natürlich sehr hilfreich sein kann auf diesem Grün. Also ich würde einfach mal vorschlagen oder versuchen zu inspirieren, nicht einfach pauschal das Loch einfach länger zu machen, sondern einfach auch zu gucken, kann ich dem Spieler mehr Optionen geben, und die Schwierigkeit muss nicht zwangsläufig in der Länge liegen. Das würde ich jetzt einfach mal zur Diskussion anregen. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und Finger drücken, Daumen drücken natürlich, dass es diese Woche ein gutes Turnier wird. Danke, ciao.